Hey ho und willkommen zurück und seltsamerweise wollt ihr eben das Programm nicht starten, sondern lieber abstürzen. Wunderbar! So starte ich doch gerne in den Tag. Und jetzt haben wir aber viel zu tun. Wenig zu reden, sondern viel mehr zu tun. Wir müssen nämlich, wo war denn das? Erstmal die Kuponus abgeben. Das war, glaube ich, in dem kleinen Waldabschnitt hier. Und dann müssen wir nach Alexandria, nach Lindblum und. Ach so, ja, Gebietswechsel, muss erstmal laden. Hui, sie haben drei Kinder! Haben sie übrigens nur, wenn ihr ihnen auch regelmäßig auf jeder CD mindestens eine Kuponus gegeben habt. Wow, ernsthaft? Mognet, nichts. Naja, den halt nicht. Ach stimmt, und zur Mognet-Zentrale wollten wir auch noch. Ich habe übrigens nochmal nachgeschaut. Man kann tatsächlich noch mehr bei der Auktion gewinnen. Ich habe jetzt noch nicht trainiert. Das sei mal so gesagt. Ich habe jetzt mit Päuschen gemacht, könnte man sagen. Ach ja, die Moraste wollte ich noch abgrasen. Aber dann kümmere ich mich erstmal um die Städte. Je mehr Zeit vergeht, desto höher ist die Chance, dass die Frösche wieder komplett da sind. Ich komme nicht mal mehr ins Zinngebirge. Wie kacke ist das denn? Ach so, stimmt. Ich kann ja im Schloss landen. Was nicht unbedingt vom Vorteil ist, aber egal. Ach, der Herzog wird sich schon nichts dabei denken, wenn dieses Schiff gerade da steht. Wow. Stimmt, Cinna wollte ich auch nochmal ansprechen wegen seinem Hammer. Ob er den jetzt vermisst? Dann fliegen wir erstmal ins Theaterviertel. Flop, 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 my heart was green. Getarnt als eine Lufttaxe. So, da sind wir dann schon wieder. Ey, wie oft wir in Lindblum unterwegs sind. Dann mach mal aber hinne, bitte schön, Bambu. So, einmal wollte ich jetzt hier hin und kurz gucken. Nee, das ist eifrig am Malen. Ich dachte, vielleicht wäre die alexandrische Soldatin vielleicht wieder hingezogen. Aber dem ist wohl nicht so. Ah, es kommt tatsächlich eine Sequenz. Ja, hier ist kein Mensch. Wo sind die alle bloß? Wo sind eigentlich Markus und Cinna hin? Lass sie uns suchen gehen. Yep, lass sie uns suchen gehen. Okay. Aber die Truhen müssten wieder voll sein mit Marcel Knede. Oder auch nicht. Ach, das Luftschiff fliegt. Cool. Wow. Es ist atemberaubend. Hä? Muss ich die jetzt echt suchen oder was? Ich habe aber keinen Bock, die zu suchen. Ja gut, ich muss eh ins Einkaufsviertel, also wer weiß, vielleicht gucken sie ja darum. Aber es ist schon lustig. Eigentlich wollen sie ja alle das Versteck wieder aufbauen, aber irgendwie latschen die auch andauernd in Alexandria rum. Ach, sehr kurios, sehr, sehr kurios. Das muss ich schon sagen. Ja, mal schauen, ob die hier irgendwo rumstehen. Aber wer weiß wo. Ich habe jetzt auch keine Lust, großartig nach denen zu suchen. Nee, hier scheint auch keiner zu sein. Aber war es nur zum ihn ansprechen oder liegt hier was? Nee. Sind jetzt hier vielleicht die Truhen wieder voll bei den Vögeln? Oder sind jetzt komplett alle Truhen nicht voll? Weil auf CD3? Nee, Tatsache. Auf CD3 waren ja alle Truhen wieder voll. Also auf CD3 Abschnitt. Logischerweise kann man aufs Diemende nicht eine CD auswählen. Hä, wo sind die denn? Ganz, ganz seltsam. Haben die beiden geheiratet? Ich weiß nicht, warum mich das so schockiert, aber es würde mich schockieren. Aber der verkauft auch nicht wirklich was Neues. Nee.
Aber vielleicht heiraten sie. Was sagt denn der Junge dazu? Schon wieder sind Nebel aufgetaucht. Ich bin ein dummes kleines Kind. Und das heißt auch noch Vincent. Oh mein Gott. Für diejenigen, die es nicht wissen, bei Stardew Valley gibt es ein Kind namens Vincent, was ich abgrundtief hasse. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er hier irgendwo einen Item hat. Wo es sich noch lohnen würde, das zu schmieden. Nach Daguero muss ich auch noch und muss da auch nachschauen, ob es da was Neues zu schmieden gibt. Aber hier ist jetzt mal nichts. Komisch. Und Markus und Cinna sind hier auch nicht. Sind die in Alexandria tatsächlich? Was würden die denn da machen? Im Hotel hier werden sie ja wohl kaum sein. Ich bin verwirrt. Dann auf zum Schloss. Oder sie sind im Schloss. Was sollten die da machen? Ich könnte trotzdem mal kurz zum Herzog gehen. Vielleicht gibt es ja eine kleine Sequenz. Ja, der Nebel ist da. Warum sollte keine Sequenz auftauchen? Leute, was habt ihr angestellt? Wieso ist der Nebel wieder... Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. 10 Punkte nach Gryffindor. Man muss einfach nur immer spontan irgendwas antworten. Man kriegt sowieso dadurch recht. Ja, ja. Merkt euch das für die Schule. Einfach irgendwas antworten. Und für die Berufsschüler im Einzelhandel, Konkurrenz und Zweitplatzierung. Man kriegt auf jeder Frage mindestens einen Punkt. Das war so krass. Ohne Witz, da... Jede zweite Frage, wo man was hinschreiben musste, war entweder Konkurrenz oder Zweitplatzierung. Und schon hatte man wenigstens einen Punkt. Das war so geil. Habe mich da köstlich drüber amüsieren können. So, warum mache ich eigentlich das Ganze jetzt so nebenbei? Nur, um es nochmal abzusuchen, da ich nicht mehr genau weiß, ob hier und da noch eine Sequenz ist oder man vielleicht noch was finden kann, wollte ich es einfach mal ausprobieren. So, diesmal spreche ich dich an. Ach so, ich darf nicht rein. Ja, ernsthaft. Nur mit ausdrücklicher Erlaubnis seiner Exzellenz kann ich da rein. Am Arsch. Ich bin hier der Weltretter und ihr wollt mich... Alter, okay, Lindblum hat's für mich verschissen. Jetzt schnell raus hier und ins wunderschöne und noch kaputtere Alexandria. Toll, dann war das hier eigentlich völlig witzlos, bis auf diese kleine Info. Hey, wo sind denn die beiden? Echt? Ich wollte Pizza Maluke war ich ja dann... Ich war noch nie ab diesem Zeitpunkt in Murmesia. Ich habe keine Ahnung, ob da überhaupt schon wieder Leute sind. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das probieren soll und will. Bin ich ein bisschen doof? Ja, fliegt doch richtig. Was will ich denn? Ich kann aber so nicht im Schloss landen, oder? Dann packe ich mal das Schiff hier hinten. Da ich ganz genau nicht weiß, auf welcher Seite ich rauskomme. Und vielleicht den Rackwurz? Rackwurz? Schade. Ich glaube, das werde ich irgendwie nicht hinkriegen. Ach, hier schon wieder. Was wollt ihr denn immer? Oh Mann, geht weg. Hau mich dumm. Was? Ernsthaft, Julia? Ernsthaft? Wobei, ich müsste dich auch in die vordere Reihe mal stellen. Ich habe nach dem Kampf gegen den Beorg leider vergessen, sie wieder nach vorne zu tun. Ah, tada, wir haben gewonnen.
immer Hass. Sehr schön. Anliegen, Lydia. Endlich mal was anderes. So, gibt's noch irgendwas, wo du hier aus den Steinen erlernen kannst? Nein. Valkyre. Stimmt, da wollte ich eh wissen, was das ist. Valkyre, Valkyre. Durch die Beschwörung Odins kann Schaden zugefügt werden. Das ist ganz cool, weil bei Endbossen oder dergleichen macht natürlich Odin die logischerweise nicht tot. Und jetzt kann ich ihn auch bei den Endbossen beschwören und werde sie alle töten. Ich finde es interessant, dass man dieses Wettrennen gar nicht mehr spielen kann. Ich dachte immer, das geht noch, aber nö. Leider nicht. Stimmt ja, der Laden, der existiert ja gar nicht mehr, der Schmiedeladen. So, was gibt's hier auf der anderen Seite? Bringe ich mal rüber und zwar zeige ich. Schneller, schneller, das habe ich aber schon mal mit Melan gesehen. Was soll denn das? Du bist eine Schande! Eine Schande! Naja. Nichts. Und wo ist Beatrix? Du bist doch ja auch rumgeistern irgendwo. Hä? Ich verstehe das nicht. Der Nebel ist wieder da, aber es juckt keinen. Und irgendwie räumen die nichts weiter frei. Alter. Das geht ja mal gar nicht. So, er ist jetzt der Waffenhändler. Oder immer noch. Oder irgendwie so. Erstmal wieder alles auf 2 erhöhen. Aber wo ist denn der Sch... Da muss der Schmied hier doch auch irgendwo rumwirken. Ja, habe ich alles genug, habe ich alles genug, habe ich alles genug. So. Dann guckt doch hier der Schmied auch irgendwo. Hä? Kann mir doch jetzt keiner erzählen, dass der Schmied jetzt nirgendwo hier ist? Hä? Wenn sich das hier auch wieder nicht lohnt. Vielleicht ist er unten. Hier unten könnte er sein. Vielleicht sind ja auch Markus und Cinna hier. Na ja, gut, ich glaube nicht, dass ich unbedingt auf den alexandrischen Schmied angewiesen bin, aber es wäre halt trotzdem ganz nett gewesen. Oh, Stinskin! Nein. Kastanien? Ich habe mich ein bisschen über diesen Aurelien schlau gemacht, aber was er eigentlich wirklich bezeugt, ist mir immer noch nicht klar. Ja, das sind letzte Mondsplitter! Kaufen! Besten Dank auch. Mit dem Geld... Oh, 2 Erfolge gibt's gleich. Mit dem Geld kann ich wieder eine Weile auf Reisen gehen. Das heißt, es war jetzt das letzte. Ach, wie geil ist das denn? Ja, aber... Das Geheimnis um das Mognet scheint gelöst, Kupo. Übergib diesen Brief an Atura. Wer war nochmal Atura? Mann! Wer war Atura? Was? Ich habe noch ein Haarband extra drauf bekommen. Aber damit kann noch fast nur... Schlag mich tot, wie heißt... Hier, damit kann doch eigentlich nur... Ach, wie heißt sie denn? Bianca aus Anfang. Wieso ist mir jetzt der Name nicht eingefallen? Okay, Alexandria hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch wenn der Schmied hier leider nur so ist. Oh, ist eine Katze. Ach so, die ist so wieder ausgebüxt, ne, dann.
Man kann nichts dagegen machen, wenn die Miezekatze ausbüchst. Außer, dass du halt öfters mal Essen gibst und sowas, dann kommt sie ja eh von alleine immer wieder. Ah! Alles klar, ja genau. Ja genau, das steht hier einfach mal random, richtig random, einfach nur mal in der Seitengasse. Okay, aber es hat sich ja auf jeden Fall schon allein wegen Stilski gelohnt. Wegen dem Stilski. Wenn ich jetzt noch in diesem Part die Frösche hinkriege, dann... Ja, ist noch mir klar, dass ich wieder auf der anderen Seite lande. Dann versuchen wir erstmal wieder den Rackwurz herzulocken. Oh, Rackwurz, komm her! Schade. Klappt also auch nicht, wenn ich das so mache. Oh, hallo ihr zwei! Wenn die Prinzessin es schafft, mit einem Hieb so einen Hund kaputt zu hauen, dann läuft irgendwas falsch im Königreich. Geil. So, dann... Oder Bumesia. Ich will ganz, ganz kurz, will ich mal Bumesia mir anschauen. Ob da überhaupt schon wieder jemand lebt. Was? Mir völlig falsch. Hier oben muss ich. In Bumesia ist tatsächlich keine Wurzel. Nur um die kleinen Zugänge, wo man dann nicht mehr durchkommt. Was macht das denn für den Sinn? Nee, also irgendwie glaube ich, ist hier nichts mehr, oder? Ich war halt wirklich noch nie hier in Bumesia, nachdem ich auf CD4 war. Und auf CD3 und so auch nicht. Ich war eigentlich nach dem ersten Besuch von Bumesia, war ich nie da. Deswegen interessiert es mich mal gerade. Es hieß doch, die kehren jetzt nach und nach zurück und bauen Bumesia wieder auf. Also muss hier doch irgendwer rumspringen. Komm schon. Einmal kurz hier rein. Oh komm, ich will hier irgendeine extra Sequenz. Bitte. Mit dem König, dem ich 100.000 Gil besorgen muss, damit Bumesia wieder aufgebaut werden kann. Wer ist nochmal Atura? Ernsthaft jetzt? Das ist... Ohne Witz, das war nicht beabsichtigt. Wirklich. Ich verspreche, ich schwöre bei meiner Familie, bei meinen Großeltern, ich schwöre bei allem, was ist. Das war nicht geplant. Ich bin jetzt wirklich nur zufällig rein und wollte mal schauen, ist das vielleicht Atura? So nebenbei. Das war nicht der Grund, warum ich in Bumesia war. Alter! Also ich habe gehört, dass der Grund für den Ausfall des Mognets irgendein Problem mit der Maschine dort sein soll. Man hat mir gesagt, das sei eine besonders empfindliche Maschine, Kupo. Und es soll etwas Fehlendes zum Betrieb, da die Maschine unbedingt nötig ist. Daher können auch keine Briefe mehr zugestellt werden, Kupo. Wenn diese Maschine also wieder geht, kommen dann wieder Briefe, Kupo. Nimm das zum Dank, Kupo. Was? Hä? Du hast keinen Brief? Damit scheint wohl das Rätsel um das Mognet gelöst, Kupo. Übergräb diesen Brief an Momo. Ihr habt auch keine Ahnung, wo die sind. Ich war jetzt so glücklich, dass ich aus Zufall ihn gefunden habe. Momo. Wenn ich raten müsste. Alter, was war das denn für Lack? Was war das denn für Lack, ey? Und dann komme ich da nicht mal ins Hauptschloss rein. Ist doch scheiße. Momo. Ich hätte jetzt eine Vermutung, dass es der Mogri aus Dali ist. Scheiße. Ich weiß nicht mehr.
mehr, wer Momo ist. Momo. Das Internet gehen jetzt will ich jetzt auch nicht, weil so viel Zeit ist auch nicht mehr. Momo. Dann sammle ich jetzt, glaube ich, doch erstmal die Frösche ein. Und dann schaue ich halt mal nach, wo ich die ganzen Viecher finde. Das wird bestimmt dann nicht der letzte sein. Momo. Momo. Ich bin mir echt fast sicher, dass es der Alexander ist. Fast. Ich bin mir fast sicher. Hä? Das war ja voll der Grafikfehler. Na egal. Oh. Nein, ich habe sie gar nicht dabei. Ah! Oh, jetzt muss ich doch erstmal die Charaktere wechseln. Oh! Es ist so anstrengend, dieses Spiel. Gruppenmitglieder wechseln. Ja, und zwar gegen Mia. Bijun, dankeschön. Hast du noch Ausrüstung an Diana, wenigstens? Ja, gut. Da kannst du nichts mehr lernen. Da habe ich auch nichts Neues. Höchstens hier noch. Dunkel gewonnen. Nö, 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 nö. Aufbrechen, erbrechen, was auch immer, ist mir doch egal. Oh, bitte, lass jeden Sumpf voll sein. Ich bitte dich. Quäl. Lass die Frösche sich verbreitet haben. Ja. Hä, und hier ist sogar wieder ein Goldener. Und diesmal fange ich sie alle weg. Zumindest, warte mal. Hier sind jetzt... Doch, ich kann locker alle wegfangen. Wenn in den anderen das nur ein Teil so viel ist, dann reicht das vollkommen. Guck mal. Bin hier jetzt schon bei 82. Oh, geil. Aber ich glaube, den letzten Sumpf werden wir... Frosch... Ah ja, komm her. Ich fange euch alle. Gotta catch them all. Na kommt, falls in irgendeinem Sumpf nämlich nichts mehr los ist, dann brauche ich euch drei auf jeden Fall. Ihr Kackfrösche. 84. Das heißt, Quina macht auch schon, Diana macht auch schon 8400 Schaden. Achso, an den komme ich gar nicht ran. Na super. Na komm. Hüpft raus. Ach, immer diese letzten Frösche. Wie weit weg soll ich denn noch? Ja, du bist meiner! Ja, toll. Der da oben ist natürlich der widerlichste. Ja, komm, spring runter, spring runter! Nein! Ja, 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 komm, 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 los! Ich glaube, ich scheiße auf den einzelnen Frosch. Dann leb hier alleine. geil. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Alle Sümpfe fertig zu fangen. Wie viele Frösche habe ich denn jetzt hier gefangen? 6 Stück waren es, glaube ich. Ich habe noch 3 andere. 6 × 3 sind 18. Das kriege ich ja locker voll. Selbst wenn ich pro Sumpf jetzt nur noch 5 fange. Einen Sumpf will ich mindestens noch schaffen. Komm schon, flieg und sieg! Und zwar im Turbo! So, da war ja hier... Ach, Daguero, da wollte ich auch noch hin. Aber, wobei, eigentlich brauche ich zu Daguero nicht. Ich bin jetzt so weit davon überzeugt, dass tatsächlich nichts weiter zu schmieden ist.
Interessant, dass hier auch die Wurzeln sind. Wenn jetzt hier natürlich nicht die Frösche voll sind, so wie beim ersten Sumpf, dann muss ich leider kotzen. Aber ich glaube, mit dem CD-Wechsel wurden die alle aufgefüllt. Kann das sein? Sehen wir jetzt gleich. Und überall ist ein Goldener, wie geil. La 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 la, gut, aber beeil dich und fangen sie alle ein. Nom nom nom. Ja, ja, die latschen mir sogar vor die Füße, das ist ganz cool. La 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 la. La 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 la. Ist das toll. Welcher war denn der ekelhafte Sumpf? War das der auf dem vergessenen Kontinent? Na komm her. Oh. Dich brauche ich jetzt leider. Du machst den Unterschied, ob ich noch zu einem Sumpf gehen muss oder zu zwei. No! Du fieses Stück Scheiße, ganz ehrlich. Boah! Jetzt. Geil, wir müssen nur noch zu einem Sumpf. Das mache ich jetzt aber nicht mehr in dem Part, das machen wir am nächsten. Habe genug Mampf. So. Wir gehen natürlich noch während des Let's Plays raus, ne? Das muss sich hier auch lohnen. Und wir fliegen mal direkt zum nächsten. Der nächste, der ja hier in der Nähe ist, ist ja der hier oben. Dann nehmen wir einfach mal den. Hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es dann doch so schnell geht mit den Fröschen. Können wir uns ja freuen. So, und dann würde ich sagen, liebe Freunde, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir uns die letzten Frösche genehmigen. Schaltet auch morgen wieder ein. Ciao, ciao.